Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind in der letzten Folge in diese tolle Höhle hier eingedrungen. In die tote Amöben und so rumliegen. Die interessantes Zeug mit denen sich rumtragen. Und ja, auch ziemlich viele Gruftasseln gibt es hier. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, weil da waren Amöben. Die Leiche haben wir schon durchsucht hier. Aber ja, den tollen Ritter, der uns hier reingeführt hat, und das Monster, das er gesehen haben will. Hallo, Amöben. Ja, wir werden hier ordentlich stinken. Candidus. Ein Schwert. Ansonsten sind ja Amöben, aber nicht gefährlich eigentlich. Auch wenn es viele an der Zahl sind. Hauptproblem ist, dass sie Gladys ständig benommen machen. Bevor sie mal einen Zauber raushauen kann. Das bin ich. Candidus. Ja, wir können ihn auch Wunden schlagen. Lass das mal Vorgrim machen. Das bin ich. Pura. So, jetzt war ich gerade wieder benommen, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Stück. Okay, jetzt ist Vorgrim wieder benommen. Immer noch benommen, jetzt beide benommen. Ich versuche mein Bestes. Es ist schon wieder Vorgrim benommen. Na klar. Gott, die halten aber auch aus gerade. Gott sei Dank ist es nur noch zwei.
Alles klar. Für Ardo. Ach, das Problem ist auch, die regenerieren verdammt schnell Leben. Das also auch noch. Na. Der Bandschleifstein, Parierstange, okay. Die haben schön viel Zeug dabei. Also ja, Parierstangen, das kannst du dir, das kann auf die zweite Seite. Meint ihr? Ja. Na klar. Okay, gucken wir weiter. Also, wir wissen jetzt, die Amöben heilen so schnell, dass wir uns auf... immer auf eine konzentrieren müssen. Bei meiner Axt. Aber wer hat keine Munition mehr? Du hast noch. Du hast keine mehr. Diesmal scheint es besser zu klappen. Okay, Vorgriff wird ziemlich schnell benommen in letzter Zeit. Knauf, noch eine Parierstange. Oh, stimmt, war da hinten nicht noch ein Fass? Eine alte Streitaxt. Okay, gehen wir doch mal zurück. Gucken, was in dem Fass ist, was ich da ignoriert habe. Hä? Ernst, Zerri. Zerri. Ast.
Warum sind die... Warum sind hier neue Amöben? Ich war doch hier... gerade mal vor 2 Minuten. Okay, das ist sehr interessant. Das bin ich. Auch warten. Atem. Lass das mal vorgreifen. So, da war es nur noch 2. Da war es nur noch 1. Okay. So, darf ich jetzt das Fass zerdeppern und wenn ich zurückgehe, sind da nochmal wieder neue Amöben oder wie? Ach, das Fass ist ja sogar zerstört. Sprich, Freund. Ein helles Pferdogau-Gulbot-Tee hat sich jetzt voll rentiert. Und wie hoch ist die Chance, dass die Amöben hier wieder leben? Also ja, hier sind wieder Amöben. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Arkwart! Ja! Ja. Ein Schwert! Ein Bock! Folgt mir! Da! Sanja! So, aufgepasst. Mit dir Amöben tot. Vorgriff ist genommen. Gruftasseln auf respawnen, dann wird's lustig.
Komm schon. Konzentrieren wir uns lieber wieder erstmal auf eine Arme Böses. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Dauert das wieder viel zu lange mit der hier. So, letzte Möbel. Sanja. Das bin ich. Kann die durch.